Hallo, hallo, hallo. Der Miro hier mit Let's Play The Binding of Isaac. Wir haben beim letzten Mal den allerersten Run unseres Lebens, also vielleicht eures Lebens, je nachdem, ob ihr andere YouTuber verfolgt, abgeschlossen und machen jetzt weiter mit einem neuen Run. Wie gesagt, wir müssen leider nochmal Isaac spielen, wir haben nichts freigeschaltet, was ein wenig ehrlich ist. Ehrlich? Es ist ein wenig ehrlich. Es ist richtig ehrlich, dass wir nur Isaac freigeschaltet haben. Alles andere wäre eine Lüge. Ärgerlich, wollte ich sagen. Es ist ein wenig ärgerlich, dass wir halt keine neuen Charaktere freigeschaltet haben. Es gibt... Oh mein Gott. Es gibt einen Charakter, auf den ich mich ganz besonders freuen werde. Allerdings dazu dann später mehr. Dead Sea Scrolls. Ein echt bescheidenes erstes Item. Werden wir mitleben müssen, dass wir dieses Random Spacebar Item nutzen müssen. Das ist halt... es gibt so schöne Items in diesem Spiel und wir kriegen, ja, die Dead Sea Scrolls, die in diesem Fall uns einen Schlüssel spawnen. Nehmen wir mal an, das war das Book of Sin. Anders kann ich es mir gerade nicht erklären. Okay. Das war gut. Das ist halt zumindest... Es ist etwas. Es hätte auch noch weniger sein können. Würde ich sagen. Oder? Hätte es noch weniger sein können? Ein Schlüssel ist ein Schlüssel? Oh mein Gott. Und ein Treffer ist ein Treffer. Manchmal geht man halt echt in diesen großen Räumen ein wenig verloren. Ja, drei Schlüssel sind dann halt dementsprechend auch drei Schlüssel. Und so kommen da ganz schnell ein paar zusammen. Boah, perfekt. Sehr gut. Okay, wir haben da links noch einen Raum auf. Ich möchte halt auf den ersten Stockwerk gerade alles clearen. Einfach um... Einmal ganz kurz überprüfen, da sind keine blauen Steine. Einfach um halt wirklich abzusichern, dass wir mit Pickups, dass es uns nicht an Pickups mangelt, an Bomben, an Schlüsseln. Vor allem an Schlüsseln. Schlüssel sind wahnsinnig wichtig. Ich glaube, Schlüssel sind hier so viel wichtiger. Einfach wegen diesen ganzen Extra-Räumen. Hier werfen wir auch nochmal einen Blick kurz drauf, aber ich sehe auch hier keine blauen Steine. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir in den Bossraum. Zum Duke of... Er sieht so großartig aus auf diesem Bild. Oh, bitte. Oh, bitte hab Gnade. Bitte hab Gnade mit mir. So, Ziel in diesem Run ist auch ganz ehrlich, natürlich es zu schaffen, aber ich würde sogar weiß nicht, Charakter freischalten, zumindest einen irgendwo prioritätenmäßig vorsetzen, weil das sonst blöd wäre. Ein wenig, denke ich. Ja, ein wenig blöd wäre es auf jeden Fall, also ein wenig sehr blöd sogar. Ja, komm. Du möchtest jetzt doch bestimmt mal kaputt gehen. Du bist nämlich echt kein spektakulärer Boss. Du bist, sag ich ja, kein spektakulärer Boss. Tada. Sehr gut. Oh, so gut. Damage und Range Up. Yes, please. Mehr davon, bitte. Mehr davon. Sehr schön. Das zweite Stockwerk. Oh, ein Geschenk. Oh, eine Perücke. Oh, ha, 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 ho, ho, ho. Sehr gut. Ein Boss-Challenge-Raum. Uninteressant. Okay. Gut, dementsprechend toben wir uns dann. Wow! Jo, beruhigt euch mal. Alter Verwalter. Bitte kommt runter. Das muss doch nicht so enden. Das muss doch wirklich nicht so enden. Wir können... Okay, schade. Ich hätte das gerne friedlich mit dir gelöst. Aber wer nicht will, der hat bekanntlicherweise schon. Und wir gehen hier in diesen... Oh, Regenbogenhäufchen. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Aber sie sind Regenbogenfarben. Und dann gibt's das da. Und ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Aber es macht dieses Geräusch. Und das ist voll super. Also wie gesagt, ich kann auch nicht alles erklären. Bei solchen Sachen, wo ich unsicher bin, könnt ihr es gerne dann unter die Videos schreiben. Allerdings möchte ich bitten, außerhalb davon keine Spoiler irgendwie unter die Videos. Das ist nämlich echt nicht cool. Und das wird von mir geblockt. Ihr wurdet gewarnt. Tut's einfach nicht. Seid nicht blöd, seid nicht doof, seid nicht gemein. Wir nutzen mal wieder die Scrolls, die mir eine Pille schenken. Die wir einfach mal ganz mutig nutzen und die wir vielleicht nicht hätten nutzen sollen. Sehr gut. So,
So, hier ist der Item... Oh, der Itembaum. Sehr schön. Den Itemraum zu finden ist natürlich immer noch höchste Priorität in jedem Stockwerk. Und wollen wir die aufmachen? Wir haben 3 Schlüssel. Die können wir problemlos öffnen. Aha, nee. Okay, gut. Oh, was ist da? Das kenne ich auch noch nicht. Concussive Tears? Das war der eine da. Dadurch, dass unser Glück gesunken ist, ist das jetzt halt eh schlecht, weil die Tränen einfach viel seltener kommen werden. Aber das dürften die sein, die den Gegner dann Sterne sehen lassen. Ja, okay, das sind sie. Das heißt, die betäuben den Gegner einfach kurz. Sollte jetzt nicht so kritisch oder interessant. Ich glaube echt nicht, dass das so wichtig ist, bin ich ganz ehrlich. Dadurch, dass wir halt jetzt schon an Glück verloren haben, vor allem, hat es ziemlich an Wert verloren. Und es ist ärgerlich, es ist richtig ärgerlich, denn ich glaube, mit viel Glück, also als Wertung, könnte das ein echt guter Effekt sein. Aber so geht er halt einfach unter. Und ich denke mir, hey, da hätte man... Okay, das ist nicht cool. Man hätte so viel Besseres finden können. Einfach wirklich nicht glückabhängiges. Und es gibt halt jetzt mehrere Items, die vom Glück abhängig sind. Ich meine, sonst würde man es keinen offenen Wert machen. Nicht als offenen Wert darstellen. Das hat nichts gemacht. Das ist gut. Dann ist halt nichts passiert. Okay. Gut. Monstro möchte jetzt bestimmt einmal kaputt gehen. Und wir möchten unser Item finden, nämlich ein simples HP-Up. Tada! Yay. So, wir gucken noch mal nach da links. Denke ich. Ja, wir gucken noch mal nach da links. Was es da links noch so gab. Zu entdecken. Und zu finden. Und zu erforschen. Und zu machen. Einen ganzen Raum mit Häufchen und Fliegen. Ja, Mensch. Das hat sich richtig gelohnt, hier noch mal erkunden zu gehen. Wenn wir jetzt eine gute Pille finden, eine Träne, wollte ich gerade sagen. Ein Schlüssel. Dann nehme ich alles zurück und okay, mecker auch nicht. Vielleicht sollte ich doch meckern. 2 Möglichkeiten auf dem Geheimraum. Oder? 1, 2, ich denke. Ich wüsste aber halt nicht, wo man da ansetzen soll, in großen Räumen. Deswegen lassen wir den Versuch, ehrlich gesagt, einfach mal. Ich bin mir da ein wenig unsicher, wo man da ansetzt. Und wir gehen einfach runter. Halt echt noch kein überragender Run, glaube ich, soweit zu bewerten. Es sei denn, uns strotzt gleich aus sämtlichen Poren das Glück oder so. Aber sonst wird es halt echt nichts. Also es ist, was heißt, es wird sonst nichts, aber es ist halt sonst eher so unbeeindruckend, würde ich sagen. Aber das, wie gesagt, wenn es halt mal passiert und trifft und macht, dann ist dieser Betäubungseffekt halt echt nicht... Oh Gott, beruhigt euch, Brudis. Dann ist der Effekt echt nicht schlecht, aber so selten, wie er halt eintritt, ist eher so mittelmäßig. Und ich möchte halt kein mittelmäßig. Wenn ich ein Item finde, dann möchte ich auch, dass ich mir denke, boah... Yes! Das ist mein Item. Das möchte ich dann wirklich sagen können. Ja, super. Lemon Mishap ist weiterhin ein total bescheidenes Item. Warum habe ich da eigentlich jetzt ein Herz bekommen? Man weiß es nicht. Oh, was ist das denn? Ball of Tar. Wir sind offiziell Gish. Okay. Ist das jetzt ein gutes Item? Ging das gerade auf die Träne? Moment, das müssen wir nochmal überprüfen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Oder ist es, wenn er da drüber läuft? Lauf da mal wer rein. Nee, das verlangsamt die nur. Okay. Dann ist das gar nicht mal so spektakulär. Der hat gepupst. Dann ist das gar nicht mal so spektakulär. Was soll denn das? Können wir jetzt mal echt so ein Hammer-Item finden? So. Weiß ich nicht. So. Laser über den kompletten Bildschirm und Explosionen. Irgendwas in die Richtung? Okay, das hat jetzt alle Gegner verlangsamt. Auch nicht so spektakulär, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Da geht halt mehr. Ich muss bei der Gelegenheit auch mal ganz kurz meinen Kater werfen. Es tut mir leid, wenn das gerade eine kleine Unterbrechung war. Aber
Das geht nicht anders. Also, es ist halt, wie gesagt, es ist alles nicht schlecht. Wir sind jetzt gerade eher so im Kontrollbereich, würde ich sagen. Wir kontrollieren den Gegner ziemlich gut. Wir können ihn verlangsamen, wir können ihn betäuben. Aber davon ab, Megamaw. Wer bist denn? Oh mein Gott, wer bist denn? Was bist, was geht denn mit? Das war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall tut Megamaw ziemlich, yo. Okay. Megamaw. War schön, dich kennengelernt zu haben, aber das muss ich jetzt echt nicht haben. Okay. Autsch! Okay, die Flammen sind uncool. Die Flammen sind echt nicht nett. Aber an sich ist es halt ein stationärer Boss. Was ihn zumindest insofern einfacher macht, als dass ich nicht noch groß zielen muss. Und das ist der Gürtel. Speed up. Sehr schön. Gehen wir dann links noch. Wir gehen auf jeden Fall nochmal gucken, was das Herz war. Das war ein Herz. Ja, es war ein Herz mitten im Weg. Und warum gehen wir jetzt hier noch rüber? Ich weiß es nicht. Das hat bestimmt seine Gründe. Eine Kiste. Bomben. Natürlich. Ganz klar. Deswegen sind wir hier. Und wir gehen wieder. Tschüss. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Und damit dann. Oh, die sprengen wir auf, oder? Sprengen wir die. Wir sprengen die sowas von auf. Bums. Haben wir die aufgesprengt. Und hat sich da vielleicht. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Man muss immer positiv denken. Das ist das Einzige, was uns in diesem Run halt echt bleibt. Positiv denken. Positive Energie ist wirklich so das A und O. Das A bis Z. Warum eigentlich A und O? Man weiß. Ho, okay. Hilfe. Sehr, sehr schön. Ein tolles neues Item. Und eine tolle neue Wertung, nämlich die schwarzen Herzen. Jetzt wird der ein oder andere fragen, was ist denn ein schwarzes Herz? Das ist ganz, ganz schnell erklärt. Das schwarze Herz ist quasi ein blaues Herz. Nur, dass es halt böse ist. Und weil es so böse ist, macht es Schaden im kompletten Raum. Okay, Moment. Ich kann bei dieser Einhornmusik leider nicht ganz so erklären. Broken Remote, it's broken. Ja, das dachte ich mir schon, dass die kaputt ist, wenn es dran steht. Also, schwarze Herzen. Sobald ich ein komplettes... Oh, ich sehe nicht viel. Ein komplettes schwarzes Herz verliere, dann gibt es den Necronomicon-Effekt im Raum. Was halt an sich ganz nett ist. Aber diese schwarzen Herzen halt nochmal wertvoller macht. Einfach, weil sie halt diesen extra Effekt haben. Und es richtig ärgerlich sein. Was ist das denn jetzt schon wieder? Hatten wir das nicht erst im letzten Run? Hey, es gibt so viele Items. Komm, wir machen zwei Runs und finden einfach mal Items doppelt. Oh Mann. Ist das blöde. Ja, so viel zum Thema Kontrolle der Gegner. Wir ziehen jetzt einfach mal zwei Plörren übereinander. So viel, so Plörre fixiert sind wir, dass wir einfach gleich zwei Plörren ziehen. Sehr gut. Der Meister der Plörre. Das ist ein schöner Name für diesen Run. Ich glaube, so wird das Video heißen. Der Meister der Plörre. Das ist gut. Ich meine, guckt euch das an. Hier ist diese Siffe auf dem Boden und ich habe halt nichts davon. Oh Mann. Jetzt bräuchte ich halt ganz viele Gegner, die mir einfach folgen und hinterherrennen. Wie die, weiß ich nicht, wie die Deppen. Wie die Karnickel oder sowas, wollte ich sagen. Da ist der Effekt. Zack, sehr schön aufgeräumt. Aber das meine ich halt, es macht diese schwarzen Herzen einfach so viel wertvoller und wenn man sie halt so blöde verspielt, dann ist das richtig ärgerlich. Aber was will man machen? Ich bin halt auch nur eine Pfeife und Flasche, die keine Ahnung von diesem Spiel hat. Und wie eben bewiesen, nicht ganz so gut spielt. Manchmal. Ah, gut. Also das schwarze Herz da zu verlieren, war wirklich ärgerlich. Da ärgere ich mich gerade ein wenig drüber. Die sind halt unglaublich wertvoll und sie... Ich meine, diese Kutte. Guckt euch diese Kutte an. Diese Kutte ist cool. Und dieses Trinket. Ja. Der Fluch eines jeden Isaac-Spielers. Die Zecke. Eigentlich ganz cool so für die ersten Runs. Von daher nehmen wir sie mal mit. Okay. Okay. Ich bin bei denen immer vorsichtig, weil ich nicht sicher bin, ob sie so die Laser feuern. Weil ich so schnell nicht auf die Seiten gucken möchte, weil in der Mitte das, was da passiert, natürlich viel relevanter ist.
da, wo wir auch stehen. Oh Gott. Jetzt kann ich das leider nicht mehr zeigen. Das ist schade. Das ist eins der tollen Wurm-Trinkets. Also diese Trinkets, diese weißen, sind halt Würmer. Und davon gibt es ganz, ganz viele Spaßdinge. Die machen tolle, tolle Sachen, lustige Sachen mit den Tränen. What? Das war interessant. Das war ein lustiges, toll. Das hat sich gelohnt. Immer wieder gut, die Dead Sea Scrolls zu haben, würde ich mal sagen. Die machen richtig gutes Zeug. Oh Mann, ist das blöd. Ja, Gertie, ist cool. Machst du super. Machst du wirklich ganz toll. Oh mein Gott. Ey, ich und manövrieren bei Gertie, das geht gerade überhaupt nicht. Das ist schrecklich. Ist das mies. Yep. Okay, ich muss einfach wirklich eher drauf reagieren. Sobald der Kopf... Ja, sobald der Kopf verschwindet, wollte ich sagen. Ah, nein, 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 nein. Bitte. Danke. Das ist HP up, Tears up, Shot Speed down. Oh, das klingt nicht so schlecht. Das sind halt so die Items, von denen ich mehr bräuchte. Von denen wir mehr bräuchten für den Run, damit ich dann überzeugt bin. Okay, ich würde aber sagen, wir gehen nochmal zurück. Und in die Arcade. Denn, oh, Arcade-Musik, sehr gut. Hier können wir ruhig ein paar Cent verdienen. IV-Bag. So. Ja, ich bin zufrieden. Das sollte genug sein. Jetzt gehen wir auf... Okay. Speed up! Sehr schön. Wir gehen auf 16 Cent zurück. Auf 15 können wir auch zurückgehen. So. Jetzt können wir das nochmal nutzen. Das ist ein ganz komisches System, was ich mir hier gerade ausgedacht habe. es ergibt keinen Sinn, aber was soll's. Aber ich möchte halt mit mindestens... Oh Gott, es tut mir so leid, Leute. Aber das muss man ausnutzen. Das muss man auch ausnutzen. Ich bin gerade ganz froh, dass das in dem Stockwerk passiert ist. Amnesia ist ein lustiger Effekt. Wie man sieht, sehen wir nichts mehr. Also, ja, es gibt keine Map. Amnesia triggert einfach den Curse of the Lost. Der Dollar, oh yes. You unlocked Kane, you! Super, so einfach geht das, würde ich mal sagen. Und wir gehen, wir haben jetzt Geld. Also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben Geld bis zum Abwinken gerade bekommen. Hier war noch ein Herz, genau. Und hier längs war der Shop. Ganz unten. Dort nämlich. Dort gibt es... Oh, ein gutes Item. Deck of Cards. Das nutzen wir gleich mal. Zweimal. Judgment triggern wir noch. Wir haben ja das Geld. Und dann werfen wir erstmal ganz viel Geld an diesen Bettler. Führen noch ein HP ab. Oh ja. Oh ja, das gefällt mir gerade wirklich, wirklich gut. Das ist sehr, sehr schön, was hier passiert. Das war ein schöner, schöner Fluss von, ja, Ereignissen. Guten Ereignissen vor allem. Nicht einfach nur irgendwelchen. Das war wirklich gut. Kann man so sagen. Auf jeden Fall. So, wir gehen abwärts. Und wen überrascht es? Wir nutzen auf jeden Fall zuallererst die Karte, um einfach schnell Fortschritt zu erreichen. Stars. Oh, was ist das denn? Das kenne ich auch nicht. Mal wieder. Attack Fly. Das ist die ganz normale rote Attack Fly. Okay. Gut, ich dachte... Oh, shit. Das war super gut. Oh, Moment. Irgendwie nicht. Okay, die ganz normale Attack Fly. Was bist du denn schon? Wie? Okay. Ich sollte das nicht immer sagen. Dry Baby, Immortal Friend. Du machst gar nichts. Du schießt nicht. Du bist einfach da. Okay. Ich danke dir für deine Anwesenheit, liebes Dry Baby. Aber ich hatte mir irgendwie mehr erhofft, als ich da dieses Item auf dem Steinpodest gesehen habe. Schade. Schade, schade, schade. Fuck. Was soll denn sowas? Ganz ehrlich. Warum ich? Jetzt mal ernsthaft. Oh, sehr schön.
Mom's Purse. Wir nehmen einfach alles mit. Warum nicht jetzt? Ganz ehrlich. Wir haben das Geld. Es wird einfach alles gekauft, was geht. Emmy im Kaufrausch. Und nein, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh, 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 geh. Pui. Pui, 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 pui. Hi. Hallöchen. Hollow? Du musst es Hollow gewesen sein. Ziemlich sicher. Und dadurch kriegen wir eine neue Karte. Die Emperor-Karte. Die haut mich jetzt weniger vom Hocker, als es der Krieg hier tun wird. Yep. Was macht das Dry Baby? Ich versuche immer noch, das Ganze zu verstehen, aber es... Oh Gott, nein. Bitte, 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 bitte. Bitte lass das da. Yo! Da ist er explodiert. Sehr gut. Und da ist er dann... Ja, jetzt, was will er machen? Wir slowen ihn, wir machen Schaden auf der Spur, die er läuft. Das war halt echt nicht gut für ihn. Ball of Bandages. Bevor wer fragt, ist quasi... eine Alternativform des Cube of Meats. Ich kann nur vermuten, aber namentlich kann man halt drauf tippen, dass da vermutlich Bandage Girl rausschlüpft, wenn man mehrere davon findet. Das Schöne ist, also ich habe bisher zwei davon gefunden und bei der Zweierverwandlung gibt es halt auch einen schönen schießenden Orbit. Das wird halt dann ganz schön. So, könntest du bitte kaputt gehen? Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt hier weiter erkunden. Vielleicht findet man an irgendeinem Ende noch... Ja, ein Challenge-Raum ist jetzt halt weniger, was ich mir erhofft habe. Ich würde trotzdem mal reingucken wollen. Den nehmen wir sogar mit. Zwei Kisten sind dann doch, glaube ich, relevant. Warum ist das jetzt passiert? War das das Dry Baby? Nehmen wir einfach mal an, das war das Dry Baby, das diesen Necronomicon-Effekt aktiviert hat. Ist halt die einzige Theorie, die ich habe. Das Schöne ist halt, oh, ich habe eine Antwort auf Knights. Ich habe mehrere Antworten auf Knights. Oh, es ist gut. Ihr wisst, wie sehr ich diese Gegner liebe. Oder hasse. Ich glaube, hasse ist das sinnvollere Wort. Hasse ist vielleicht das etwas treffendere Wort. Und das etwas ehrlichere Wort. Um meine... Liebe zu diesen Gegnern oder den Mangel an eben dieser Liebe zu beschreiben. Und wie soll man sie denn auch mögen? Ich meine, diese Gegner, es gibt einfach nichts Nervigeres. Es gibt schon Nervigeres, aber die Knights sind halt echt... Oh wow, das war jetzt nicht so gut. Die Knights sind schon ziemlich an der... ziemlich, ziemlich hart an der Grenze, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da geht nicht viel. Oh komm, wo ist denn der? Da oben könnte er noch sein. Wir gucken mal aus dem Itemraum eben kurz dahin. Dankeschön. Und die sprengen wir einfach mal auf. Die auch. Für eine unbekannte Pille. Eine Telepille. Na super. Aber ein Glück, dass der Geheimraum jetzt weiter auf. Das ist halt so angenehm. Und ich weiß auch nicht, warum ich so viele Pillen riskiere. Es ist eigentlich ein... Oh mein Gott, ein wenig gegen mein System. Und ich weiß genau, warum. Genau wegen sowas. Oh, ist das blöde. Oh, spürt ihr das Salz? Es ist Salz, es kommt hoch. Es ist bitter. Warum mache ich sowas? So ein blöder Schwachsinn, was... Wer kommt auf die Idee? Hey, komm, lass mal nutzen. Ist bestimmt gut. Das glaubt doch eh keiner. Ganz ehrlich. Oh, wow. Einfach eine Sackgasse hier hingesetzt. Na, das hat sich ja gelohnt, hier noch zu erkunden. Okay, wobei es sind halt Punkte auf die Karte, auf das Kartendeck. Und das kann halt schon ganz gute Sachen beinhalten. Ich meine, wir hätten da Stars-Karten, wir hätten Judgment-Karten, wir hätten Moon-Karten. Das sind schon drei wirklich große Namen. Eine World-Karte würde helfen. Eine Sun-Karte auf der Tasche zu haben, wäre so schön. So viele Optionen.
einfach wirklich Sachen, die man haben will. Und wir kriegen davon bisher gar nichts. Wir machen noch schnell was. Moment. Einfach zur Absicherung, bevor es nicht klappt. Wir haben gerade so viel Geld. Wir werden ein bisschen was spenden. Das kann man nämlich hier tun. Man kann sein Geld dem armen Shopbesitzer spenden. Cent für Cent. Und dafür dann Sachen freischalten. Unter anderem halt auch... Wenn man den Automaten nicht kaputt machen würde. Das ist nämlich das, was ich mir dachte, dass sowas irgendwann passieren wird. Deswegen lieber jetzt schon ein bisschen was reinpumpen. Das wird sich nämlich... Ich weiß selber noch nicht, was es bringt. Aber man kann es halt machen. Also warum nicht machen? Gute Argumentation meinerseits, wie ich finde. Aber ja, es hat noch keinen wirklich ersichtlichen Grund für mich bisher gehabt. Ich hoffe, der wird noch klarer. Das ist eine Devil-Karte. Okay. Da ist jetzt die Frage, was ist mir lieber? Ist halt eigentlich beides ganz gut. Ich denke, wir nehmen die Strength-Karte mit. Und müssen jetzt da hinten den Gegner erledigen, denn diese Köpfe sind nervig und wollen bitte schnell kaputt gehen. Perfekt. So nämlich muss das. Das ist der... Nee, das ist ein Challenge-Raum. Ich dachte gerade ganz kurz, das wäre der Boss-Raum. Whoopsies. So, das wäre... Das tat weh. Das tat sogar zweimal weh. Judgment! Ich hab's ja gesagt. Sehr schön. Gib mir was Gutes. Und wir kommen sogar in den Boss-Challenge-Raum. Oh ja, ist das gut. Chariot. Machen wir die Chariot-Karte? Oder wir nehmen... Ich möchte auf jeden Fall... Portable Slot ist jetzt halt nicht so der Hammer. Ich denke mal, wir werden die Devil-Karte jetzt einmal hier drin nutzen. In diesem Boss-Challenge-Raum. Das ist halt die Änderung, die ich meinte. Im Boss-Challenge-Raum ist nicht immer ein garantiertes Item. Oder vielleicht auch doch. Bin mir gerade unsicher. Aber ich würde sagen, Tammy's Head ist schon mal ein gutes Item. Das kann man ruhig mitnehmen. Und ich sehe gerade... Nein, man kommt nicht wieder raus. Schade. Das war die Hoffnung, die ich gerade hatte. Und Monstro 2. Oh ja, der macht natürlich immer noch genauso viel Spaß wie vorher. So muss das. Monstro, mehr davon. Bitte viel mehr davon. Und nicht so einen Schmarrn hier. Was soll das? Warum hüpft ihr da hoch? Ja, mehr in meine Richtung. Darauf bin ich halt vorbereitet. Danke, geh kaputt. Wir haben jetzt noch die Strength-Karte. Und ich mag Tammy's Head. Das weiß man noch aus dem normalen Isaac. Ich liebe dieses Item. Es ist so ein spaßiges Item. Das so überraschend gut sein kann. Bob's Rotten Head als letztes Item haut mich leider echt nicht vom Hocker. Schade, schade. Ja, okay. Das war jetzt nicht so der Hammer. bin ich ehrlich. Das hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Das hätte besser gekonnt. Das sind jetzt auch Pilzeffekte, oder? Ja, wir haben das Pilztrink. Was ist das? Broken Watch. I think it's okay. Aber das hatten wir doch schon mit... Das hatten wir auch schon bei dem anderen Item. Ah, die ist weiter kaputt, okay. Da hatten wir schon ein Trinket von. Das Broken... Remote hatten wir schon. Und, wie gesagt, keine Ahnung, was diese Dinger zaubern können. Das werden wir alles noch erfahren. Hilfe. Oh, noch ein Judgment. Hallo, Judgment. Kollege. Na? Ich denke, wir werden dann nochmal in den... Oh ja, es geht doch. Ohne die HP-Downpille hätten wir jetzt Maggie. Oh nein, sowas ist ärgerlich. Ich denke halt echt mal, wir gehen noch da oben in den Stacheltürraum. Und auch nochmal nach links gucken. Man weiß ja nie, was hier noch so ist.
Eine weitere Arcade. Yes, da gucken wir noch rein. Wir haben 20 Cent zur Verfügung. Daraus kann man bestimmt was machen. Huh. Oder gucken wir erstmal weiter. Wir gucken erstmal weiter. Man kann sich auch gleich noch in der Arcade austoben, würde ich sagen. Das ist nämlich auch interessant. Autsch. Und nicht zu sterben ist vielleicht auch eine ganz nette Option, würde ich mal so behaupten. So, dementsprechend werden wir jetzt einfach mal kurz überlegen. Wir werden zuerst in den Stacheltürraum gehen. Der nämlich hier drüben ist. Aua. Tears up. Sehr schön. Allein dafür. Are you a wizard? Was? What? Was? Das ist ja eine coole Pille. Das ist jetzt dauerhaft? Oh, bitte sag mir, dass das jetzt nicht dauerhaft ist. Isaac, warum stiehlst du denn jetzt so? Oh mein Gott. Wir haben soeben das Spiel verloren, glaube ich. Sei denn, hier ist was. Was passiert, wenn wir noch eine... Jetzt hat der Effekt aufgehört. Health down. Fragezeichen. Bad trip. Natürlich passiert es... Oh, meine Güte. Bist du denn auch ein Magier? Ich bitte, bitte nicht. Bitte keine Wizards. Wizards sind hier nicht erlaubt. Burp. Wir müssen jetzt halt echt hier zocken, um so ein paar Herzen wiederherzustellen. Das ist oberste Priorität. Ja, genau so nämlich. Das ist optimal. Mehr davon würde wirklich helfen. Das ist das Wenigste. Tears up. Oh, yes. Mehr davon kann halt natürlich auch nicht schaden. Mehr Tränen sind nie verkehrt, habe ich mir sagen lassen. Mehr Geld heißt mehr zocken. Mehr Pillen. Bad Trip. Okay, die ist sogar interessanter als die Strength-Karte, würde ich sagen. Denn voll geheilt zu werden... Wer kann zu einer vollen Heilung Nein sagen? Richtig, niemand kann zu einer vollen Heilung Nein sagen. Dementsprechend... Das Häufchen auf dem Kopf. Okay. Dementsprechend werden wir die Strength-Karte hier einfach so nutzen. You unlocked Maggie! Einerseits deswegen und andererseits, um dieses Herz jetzt halt weiter mitzunehmen. Quasi einfach kurz als Heilung. Sehr schön. So, wir haben immer noch hier die Portable Slot stehen. Wir zocken einfach hier weiter bis zum Umfallen oder bis zum Bankrott. Je nachdem, was halt zuerst eintritt. In diesem Fall der Bankrott. Und dann geht's weiter in lustige, bunte, spaßige, neue Gebiete. Oh, ich hasse diese... Ach, fuck, 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 fuck. Ich hasse sie. Diese Statuen sind der Horror. Und da ist Mami. Hallo, Mami. Na, es geht. Bist du auch gut drauf, Mami? Nee, okay. Schade. Hätte mich... Okay. Ich nehme echt an, das ist das Dry Baby, das diese Necronomicon-Effekte aktiviert. Wow, den hätte ich fast nicht gesehen. Boah, das wäre so in die Hose gegangen. Das wäre ein Treffer, über den hätte ich mich lange, lange geärgert. Und dann gemeckert, wie blöd ich denn bin. Man kennt das Ganze inzwischen von mir. So, du platzt einmal für Kugeln. So wie da! Oder da! Oh mein Gott. Aber wir kriegen das Herz für Heilung. Sehr schön. Gut. Ich würde sagen, wir gehen abwärts. 7 Herzen ist keine schlechte Basis. Ist überhaupt keine schlechte Basis. 7 plus. Ja, nochmal mindestens 6 weitere. Also, ne, Moment. Ja, doch. Richtig. Richtig gerechnet. Was ist los? Oh mein Gott, ihr macht komische Geräusche. Hört mal auf damit.
Wäre sehr nett von euch, danke. So. Zwei Sackgassen direkt mal zu Anfang, sehr gut. So muss das, also so Wege auszuschließen ist halt richtig angenehm. Dann gehen wir halt hier lang. In der Hoffnung, dass das hier vielleicht dann endlich mal der richtige Weg ist. Der einzig wahre. Man weiß es noch nicht. Man munkelt nur. Aber vielleicht. Was ist das? Ich muss es halt auf jeden Fall einmal freibomben, um zu wissen, was der Text mir sagt. Mom's Tone. Nee, bitte. Das ist nicht schön. Den kann Mami gerne behalten. Pfui, 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 pfui. Eieieiei. Ist das unschön. Gitti, gitti, git. Sowas. Isaac, sowas hebt man halt überhaupt nicht auf. Das lässt man einfach auf dem Boden liegen. Und geht weiter. Aber nicht du. Ich weiß es ja. Du bist da ein bisschen. Du bist ein besonderes Kind. Lieber Isaac. Du bist ein ganz besonderes Kind. Alter, wirklich? Will er mich verarschen? Ich habe diese Mistbombe für ihn verschwunden. Oh mein Gott. Das hat sich auch nicht gelohnt. Fehler wurden begangen, würde ich mal sagen. Fehler wurden hier ganz eindeutig begangen. Naja, okay. Fistula ist halt als erster Kampf nicht so schwer. Es ist halt interessant. Ich weiß auch gerade nicht, was hier für Boss-Rotationen sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Piep auftauchen wird. Und Loki. Okay. Loki ist natürlich eine interessante Gestalt für sowas. Weil Loki auch jetzt nicht unbedingt der schwierigste Bosskampf ist. Und es ist nicht Piep, sondern Chubb, den gibt es natürlich auch noch. Der gute Chubby. Chubby, Chubb, Chubb. Rip in Pieces. Sehr schön. Dann gehen wir weiter. Und ich würde sagen, wir probieren einfach... Oh, ich wollte gerade sagen, weiter diese... Oh, deswegen Tammy's Head. Dieses Item ist so toll. Ich wollte gerade halt sagen, wir probieren weiter diesen guten, günstig gewählten Pfad unten. Und das wurde uns dann ganz schnell abgelehnt. Oh Gott, ihr seid so schnell. Ein Hoch auf diese Spur hinter mir. 13 Schlüssel, da kann man auch mal 2 aufbringen. Jeppa. Hat sich das gelohnt? Magician. Nicht so. Okay. Jop. Oh mein Gott. Tammy's Head ist ein tolles Item. Ich werde es so oft noch sagen. Einfach, weil ich immer wieder davon beeindruckt bin. Es macht halt nicht so coole Räume weniger nicht so cool. Einfach dadurch, dass es schon Probleme am Anfang beseitigen kann. Relativ schnell und einfach. Man hat es jetzt schon wieder gesehen. 3 Gegner direkt vernichtet. Ausgelöscht. Bis aufs Letzte. Es ist halt ein bisschen schwierig, damit zu zielen und dann wirklich auch effektiv zu treffen. Aber wenn man das einmal raus hat oder sich halt auch einfach nah an 2, 3 Gegner ranwagt, dann läuft das super. Man muss da... Oh Gott! Halt einfach ein bisschen Koordination für bewahren. Dann passt das Ganze. Sehr schön. Was ist das? Monkey Paw. Wollen wir die Monkey... Nein, wir behalten die Liberty Cap. Die gefällt mir eigentlich ganz gut bisher. Was mich selbst ein wenig irritiert, weil ich im normalen Isaac immer schlecht von diesem Pilz geredet habe. Und mit immer meine ich halt wirklich immer. Mr. Fred! Oh, Mr. Fred. Du bist ein unglaublich hässliches Wesen. Guck dich an, du Mistkrücke. Wir töten erstmal deine kleinen Freunde, würde ich sagen. Bevor du dich hier weiter toll fühlst. Okay. Jetzt kann man ihn auch super treffen mit diesem Flackerboden. Ein Glück. Ein Hoch auf Flackerboden. Hör damit bitte auf. Oh Gott, Mr. Fred. Du bist so hässlich. Und so gut und oft zu treffen. Was? Nein, hör auf. Lass das sein. Aus. Pfui. Geh einfach. Geh bitte. Kollege. Du bist, der ist halt echt nur nervig. Der kann nix. Das ist das Pentagramm.
Also an Schaden mangelt es halt wirklich nicht. Pentagramm. Jesus Juice. Mehrere Tiers-Ups. Das ist okay. Das ist gut. Das gefällt mir. Das ist ganz nett. Auf jeden Fall. Damit sollten wir hier noch ein bisschen Erfolg haben können. Ich glaube daran. Es sei denn, wir verhauen jetzt wirklich eine Menge auf dem Weg zum Bosskampf. Das ist das einzige Problem. Okay, ja, so zum Beispiel. Das ist wirklich... Was? Die waren doch schon kaputt. Jetzt eine Menge beim Bosskampf zu verhauen, ist wirklich das Einzige, was noch kritisch werden könnte. Dass man die... Oh Gott, ja genau so. Was sind denn das für uncoole Räume jetzt? Rosary Beat. Nein, danke. Dass man halt... Oh mein Gott, die Bat-Trip-Pille hier schon nutzt oder sowas. Das könnte kritisch werden. Aber das war ein extra Hit. Oh, was ist los? Ja, jetzt muss ich es nutzen. Na, super. Ich habe vor einer Sekunde noch von geredet. Und dann passiert es auch schon. Ah, es ist ärgerlich. Nein, wir riskieren es nicht. Wir riskieren es nicht. Wir riskieren es nicht. Nope. Wir bleiben bei der Liberty Cap. Sie hat uns ja ganz gute Dienste erwiesen bisher. Das gerade war einfach nur ziemlich ärgerlicher Mist. Sehr schön. Den man vermutlich auch mit dem Tammy's Head ein bisschen hätte eindämmen können. Wenn ich dran denken würde, einfach mal wirklich jeden Raum. Dass ich jeden Raum diesen Nuke habe zum Start. Einmal. Dann wird das so gut laufen. Aber ich denke halt nicht immer dran. Das ist schrecklich. Sehr gut. Super, super, super. Da ist ein Herz. Extra für uns. So zum... Oh, das wäre so schön gewesen, wenn wir alle drei getroffen hätten. Das wäre halt dann... Dann hätte ich gejubelt und gefeiert und mich gefreut. So. So war das nur ganz cool. So war das nicht super cool. So war das halt ganz cool. Das ist Rusted Key. Okay. Oh, was ist das? Ah, die Zelda-Hände. Richtig, da war was. Diese Lache verheißt nichts Gutes. Ich möchte mich, glaube ich, wirklich erst auf die Hände konzentrieren. Oh mein Gott, wie viele kommen denn da? Einfach auf die Schatten achten. Das müsste es an Händen gewesen sein. Dann nur noch die Potrots. Für mich sind es halt Potrots. Ich weiß es nicht. Ja, komm. Komm da raus. Trau dich. Danke. Ruhe in Frieden, Potrot. Mom's Heart. Der ein oder andere kennt es noch. Es hat ein bisschen was dazugelernt. In Rebirth. Unter anderem diesen lustigen Teil hier. Oder diesen lustigen Teil hier. Oder vielleicht auch... Ja, diesen lustigen Teil hier. Mom's Heart ist halt ein richtig ernstzunehmender, oh mein Gott, Bosskampf geworden. Was mich beim ersten Mal wahnsinnig überrascht hat. Aber im Positiven. Also ich wurde wirklich überrannt beim ersten Mal. Einfach von Problemen bei diesem Kampf. Ich meine, guckt euch das an. Das ist ein wirklich ernstzunehmender Bosskampf. Ja, bis sie dann stirbt. Und wir können es riskieren. Ich glaube nicht, dass es von großem Erfolg gekrönt sein wird, aber wir können es auf jeden Fall mal riskieren, zu Satan zu gehen. Wir haben eine Menge Erfolg erlangt bisher. Wir haben zwei Charaktere freigeschaltet. Wir haben Mom's Heart besiegt. Und Eden haben wir auch noch freigeschaltet. Was es mit dem auf sich hat, das werde ich dann auch so beim nächsten oder übernächsten Mal erklären. Je nachdem, wann wir mit Eden spielen werden. Schauen wir mal. Ja, jetzt müssen wir erstmal... Oh, gar nicht drauf geachtet, dass er da einsaugt. Okay. Na, das ist noch schlimmer verteilen konnte man das Ganze, glaube ich, nicht. Okay, Häufchen, Häufchen, Häufchen. Da saugt er wieder ein. Das heißt, dann
spuckt er danach in alle Richtungen davon und lässt ein halbes Herz da. Das ist gut. Das ist wichtig. Halt, 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 halt. Das habe ich genau gesehen. Da war ein X auf dem Stein. Erwischt. Minion, erwischt. Eine Trollbombe. Sehr schön. Ein Judgy für 4 Cent. Ich denke nicht, dass der viel für mich haben wird. Leider bin ich da nicht so optimistisch. Oh Gott, so optimistisch. So, Famine. Geht glücklicherweise angenehm schnell kaputt. Die Liberty Cap slowt halt einfach die Gegner. Das ist so gut. Was war die blaue Pille? Die blaue Pille war... Oh, ich denke nicht. Ich denke nicht, dass ich ein Magier sein möchte. Ganz ehrlich nicht. Magie ist zwar ganz cool, aber so zu gucken, hat schon Konsequenzen, mit denen ich nicht leben möchte. Oh, ihr seid auch nicht lustig, glaube ich. Ihr seht auf jeden Fall nicht sehr lustig aus, meine Freunde. Und Doppelgreed mit Türmchen. Sieht nicht nur nicht lustig aus, sondern ist auch garantiert nicht lustig. Deswegen nutzen wir hier diese extra Batterie für noch eine Ladung Tammy's Head. Die hat vermutlich ein bisschen vom Schaden geholfen. Aber geslowed Greeds, oh, ist gut. Oh, ich liebe... Ich liebe die Liberty Cap. Guckt euch das an. Noch nie war ein Greed-Kampf so angenehm. Wow. Das ist Hermit. Das ist quasi ein Zufallstelepo... Eigentlich ist es besser als die Wizard-Pille, glaube ich. Ich sehe auf jeden Fall keinen Nutzen, den die Wizard-Pille mit sich bringt. Moment, war hier nicht... mir das eingebildet? Oh, der wird nicht auf der Map angezeigt. Okay. So. Zeig mal her, Judgy. Was hast du denn für mich? Oh, ein Herz. Oh, perfekt. Oh, ja. Okay. Das hat sich auf jeden Fall so richtig rentiert, würde ich mal sagen. Zwei Herzen. Plus... Oh, nein. Spooky Ghosts. Oh, spooky. Der Spuk ist real. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, ich komme hier nicht durch, da ist ein Abgrund. Yes. Leben davon noch welche? Yep. Das war's jetzt, gut. Die Hermit-Karte ist bestimmt nützlicher als die andere Hermit-Karte. Ich bin mir da nicht sicher, aber das kann man bestimmt irgendwie wegargumentieren. Ich habe gerade keine Argumente dafür, aber die gibt's bestimmt. Doppelsloth. Ist auch nicht so schlimm. Lucky Rock, sehr schön, dass wir den freigeschaltet haben. Auch recht früh, ist angenehm. Ist halt ein gutes Item. Damage-Ups sind gerne gesehen, würde ich sagen. Und dafür gibt es eine Hierophantenkarte. Wir kommen zum Ende tatsächlich nochmal echt in die Nähe des HP-Limits von 12. Ich bin schon fast beeindruckt. So! Das wäre ja jetzt der Hammer. Ich hoffe, das passt vom Timing. Ja, das hat so gut gepasst. Wunderschön. Es hat sich ein bisschen was an diesem Kampf geändert. Allerdings nicht an Fallen, außer dem Design. Ansonsten ist Fallen eigentlich genauso geblieben wie vorher. Und der zweite Satan hat halt, wie man hier schon gesehen hat, ein bisschen was dazu gelernt. Ein ganz klein bisschen was. Das ist immer noch derselbe gemeine Trick wie vorher auch schon. Das ist halt so das Hauptproblem. Okay, was ist mit seiner KI los? Irgendwie ist seine KI ein wenig am Spinnen. Das ist halt das, was man kennt. Das muss sein, dass man ihn locken konnte, bevor man ihn in Phase 3 zieht. Und dann... Autsch! Gibt es hier... das Ganze. So. Sehr gut. Autsch. Ja, es läuft gerade nicht so gut. Ich lasse mich halt ziemlich oft unnötig treffen, aber ich denke trotzdem, dass das passen sollte. Sehr schön.
Ich glaube, das wäre Mom's Knife. Sehr, sehr schön. Mom's Knife, Judas, sehr schön. Vier ganze Charaktere haben wir letztendlich freigeschaltet, plus das erste Teil des Fotos. Das schaltet man in diesem Spiel über die Satan-Kills frei. So komisch und ungewohnt das klingen mag. Und wir haben tatsächlich Maggie freigeschaltet, wir haben Kane freigeschaltet, wir haben Judas freigeschaltet und wir haben Eden freigeschaltet. Was es damit auf sich hat, ich würde sagen, beim nächsten Mal mehr dazu. Das war's für heute mit Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Man sieht sie beim nächsten Mal mit mehr. Bis dahin und tschö tschö.